Wie du auf eBay Kleinanzeigen am meisten aus deinen Artikeln rausholen kannst und verhinderst, dass Ewigkeiten gefalscht wird, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Los geht's! Wenn du auch auf YouTube das meiste rausbekommen willst, abonniere diesen Kanal und verpasse keine heißen Tricks und Tipps zu digitalen Angeboten mehr. Letzte Preis. Was ist dein letzter Preis? Das ist das, was man so meistens hört, wenn man irgendwas auf eBay Kleinanzeigen reinpackt. Ich selber habe vor einem Jahr das erste Mal eBay Kleinanzeigen verwendet, wollte einen alten Fernseher aus meiner alten WG verkaufen und es war die Hölle. Es gab mal den Trend, da wurden eBay Kleinanzeigen-Dialoge einfach mal gepostet, weil jedes Mal unendlich viel gefalscht wird, es teilweise freche Antworten gibt und es teilweise irgendwann nicht mehr lustig, sondern auch einfach nur noch anstrengend wird. Dabei ist eBay Kleinanzeigen eigentlich für jeden etwas, denn jeder hat zu Hause irgendwie Mist rumliegen, den er loswerden will. Am Ende gehe ich übrigens nochmal darauf ein, was ihr als Käufer beachten müsst, auf jeden Fall, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Jetzt gehe ich aber erstmal darauf ein, wie ihr als Verkäufer erfolgreich Sachen bei eBay Kleinanzeigen reinstellt. Wir starten direkt mal los, sagen wir mal so. Fangen wir mal bei der Wurzel des Problems an, warum Leute eigentlich anfangen, teilweise unverschämt zu falschen. Und das ist der Preis. Viele Personen auf eBay Kleinanzeigen informieren sich vorher einfach nicht genug, wie viel ihr Artikel wert ist. Haben wir jetzt zum Beispiel einfach irgendeine bestimmte Kamera mit einem bestimmten Alter, mit einem bestimmten Zustand, dann kann man ermitteln, wie viel so ein Ding gehandelt wird. Wenn man weiß, wie viel ein Gegenstand wert ist, dann kann man diesen Preis auch festlegen und braucht auch keine Verhandlungsbasis oder sowas dazu einzufügen. Wie ihr herausfinden könnt, wie viel euer Gegenstand wert ist, könnt ihr zum Beispiel auch eBay selber nutzen. Guckt zum Beispiel einfach bei beendete Auktionen auf eBay, setzt ein Häkchen bei nur verkaufte Artikel und guckt einfach, zu welchem Festpreis so ein vergleichbarer Artikel verkauft worden ist. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, wie alt ist der Artikel, wie ist der Zustand, was sind das für Funktionen, die dieser Artikel vielleicht hat. Versucht einfach einen vergleichsweise ähnlichen Artikel zu finden. Guckt, für wie viel wird der verkauft. Und ihr habt für euch einen üblichen, guten und einen fairen Preis rausgesucht, für den ihr den Artikel verkaufen wollt. Und das ist einfach für beide Seiten vielleicht zufriedenstellender. Ein weiterer wichtiger Faktor sind Fotos. Fotos sind nicht nur dazu wichtig, um zu zeigen, wie toll das Produkt ist, sondern auch zu vermitteln, in welchem Zustand das Produkt ist. Käufer wollen Sicherheit haben. Viele fahren dafür extra durch die Gegend, um diesen Artikel abzuholen. Und die Bereitschaft ist natürlich viel geringer, wenn es unsicher ist, in welchem Zustand der Artikel ist. Wenn ihr einen Preis festgelegt habt, der dem Gebrauchsspuren angemessen ist, dann ist es auch in Ordnung, diese Gebrauchsspuren zu zeigen. Genauso ist es bei der Artikelbeschreibung. Wenn ihr schwammige Angaben macht, dann kann es sein, dass es einfach Unsicherheit vermittelt, dass die Leute nicht die Tendenz haben, zu euch zu fahren, weil einfach eine zu große Unsicherheit, ein viel zu kleines Vertrauen vielleicht auch vorherrscht. Da ist es auch wichtig, dass ihr einfach seriös auftretet, dass hier Rechtschreibung gut ist, dass ihr euch vernünftig ausdrückt. Wenn ihr selber da unsicher seid, dann könnt ihr vielleicht nochmal euch mit jemandem zusammensetzen, der da vielleicht ein bisschen sicherer ist, weil das sehr, sehr wichtig ist, dass ihr auch als eine seriöse, vertrauensvolle Person auftretet. Ein weiterer Faktor ist, um Sicherheit und Vertrauen zu kommunizieren, ist öffentlich aufzutreten. Nicht auf Privatstellen das Profil, sondern das Gesicht auch zeigen und den Leuten quasi wirklich zeigen, aha, hallo, hier bin ich. Damit weiß der Käufer, dass ihr nichts zu verbergen habt und es ist auch einfach seriöser für und angenehmer für jemanden, der bei euch einkauft. Und wenn dann Leute jetzt schon bei euch sind und sagen, ja, das will ich jetzt unbedingt haben, dann ist es auch wichtig, schnell erreichbar zu sein. Das Internet ist super, super schnell und die Leute sind eigentlich mittlerweile gewöhnt, einfach impulsiv irgendwelche Sachen zu kaufen. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr erreichbar seid. Am besten gebt irgendwie eure Handynummer an oder gebt eine E-Mail-Adresse an. Und wenn ihr angeschrieben werdet, dann schreibt schnell zurück. Antwortet schnell, damit das Ganze schnell über die Bühne kommt. Leute treten von ihrer Kaufidee, von ihrer Kaufentscheidung, von Kaufimpuls ganz schnell wieder zurück. Deswegen aufpassen mit Reservierungen, denn Reservierungen werden ja oft gemacht, wenn jemand sagt, ja, in 2-3 Tagen komme ich irgendwie vorbei. Das ist in Ordnung, dass die Leute in 2-3 Tagen vorbeikommen, aber gibt an, dass wenn jemand schneller ist, ja, dass ihr es dann auch an wen anders weiterverkaufen könnt. Das Thema Versand ist auch eine schöne Sache. Wenn ihr denkt, ja, dann müsst ihr das Ding irgendwo hinbringen und irgendwie zur nächsten Postfiliale. Nee, das ist nicht notwendig. Es gibt so viele Shops, wahrscheinlich auch in eurer Nähe, sei es Tankstellen, Kioske oder ein Tabakshop oder so. Viele von denen haben Kooperationen mit Paketshops,
Und da könnt ihr einfach euer Paket abgeben und habt kein Problem, keinen großen Aufwand. Ihr könnt eure Artikel einfach überall in Deutschland verkaufen und es einfach hinschicken. Und da ist es wichtig, dass ihr auch die Versandkosten angebt. Ihr wisst natürlich, wie groß euer Artikel ist, wie schwer der ist. Ihr könnt relativ schnell gucken, welcher Shop ist mal in der Nähe, mit welchem Paketanbieter arbeitet ihr zusammen und wie viel kostet bei dem Paketanbieter ein Versand. Und ein letzter Tipp in diesem Bereich, bevor wir zu den Käufertipps kommen, ist, wenn euer Artikel schon länger drin ist und immer noch nicht gekauft worden ist, nehmt den Artikel, setzt ihn neu auf und löscht den alten Artikel, weil dann hängt euer Artikel weiter oben, ist wichtiger, hat mehr Aufmerksamkeit. So, und jetzt kommen wir ganz schnell nochmal zu den Käufertipps. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, sind Preise zu vergleichen. Ich habe eben schon angesprochen, man sollte auf jeden Fall einen fairen und einen realistischen Preis angeben. Daran hält sich aber nicht jeder. Teilweise kann es auch sein, dass der Zustand nicht dem entspricht, den ihr eigentlich haben wollt. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn derjenige in der Nähe ist, wenn ihr den erreichen könnt, holt den Artikel selber ab, guckt ihn euch an und scheut euch nicht, Nein zu sagen. Ihr habt noch überhaupt gar keinen Vertrag abgeschlossen. Ihr guckt euch den Gegenstand an. Wenn er euch nicht gefällt oder wenn der Zustand irgendwie unrealistisch ist, nicht das, was ihr haben wollt, dann sagt halt Nein oder handelt nochmal. Macht einen Screenshot von der Anzeige, die gestellt worden ist. Speichert das, wenn ihr Korrespondenz hattet mit dem Verkäufer. Wenn sich herausstellt, der Artikel ist fake oder irgendwas ist damit nicht in Ordnung, dann ist es gut, wenn ihr noch was in der Hinterhand habt, wenn ihr vielleicht eine Korrespondenz hattet, wo dann was Gegenteiliges behauptet worden ist. Und jetzt würde ich sagen, meine lieben Freunde, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt für sowas, dann schreibt das auch in die Kommentare rein. Ich kann noch ein ganzes Video zum Verkäufer oder auch zu kaufen auf eBay machen, auf eBay Kleinanzeigen. Also wenn euch das interessiert, dann gibt auch ein Däumchen nach oben. Außerdem haben wir hier noch ein Video, wie ihr bei Lieferdiensten Geld sparen könnt. Also wenn ihr hungrig seid oder Abend dann und bestellen wollt, dann schaut euch vorher dieses Video an. Nämlich da erfahrt ihr, wie ihr ein bisschen Geld sparen könnt, nicht so viel Geld ausgibt. Ist ja auch wichtig. Macht's gut, Leute. Und ich würde sagen, tschüss hier.